Bremens schöne Innenstadt zieht die Menschen in den 1920er Jahren in ihren Bann. Das Dorf mit Straßenbahn bietet Kneipen und Varietés. Auf dem Marktplatz riecht es nach Fisch und Gemüse. Beim Blick auf diese Bilderschätze weiß Daniel Tiltner vom Landesfilmarchiv, was der Innenstadt heute fehlt. Man fühlt sich wohl, wenn es verschiedene Dinge gibt. Wenn es Kneipen gibt, wenn es Restaurants gibt, wenn die Menschen draußen sitzen, wenn die Menschen sich sehen. Wenn man die Kleinteiligkeit schafft, eine Gemütlichkeit. In der Obernstraße reihten sich früher inhabergeführte Fachgeschäfte in Giebelhäusern mit Sandsteinfassaden voller Ornamente. In Bremen bekommst du alles, hieß es. Heute regiert hier nicht nur architektonisch Tristesse, findet der Historiker Hartmut Rohde. Ja, man kann natürlich daraus lernen, jetzt nostalgisch wieder zu sagen, ja, zurück zum Einzelhandel, wo der Kontakt zwischen Kunden und auch Verkäufer und Eigentümer existiert. So wie das diese Marktplatzgeschichten auch machen, die jetzt indoor zum Teil sind. Das wäre eine Lehre, weil dann kommt der Einzelne hierher, er fühlt sich anerkannt, er fühlt sich wertgeschätzt, nicht? Und dann kauft er auch hier und muss nicht auf die grüne Wiese gehen, denn die Anonymität kann er überall haben. In der Sögestraße drängten sich die Menschen. Eine 1A-Lage für Fachgeschäfte hieß es lange. Das hat sich innerhalb der letzten 50 Jahre pulverisiert. Hier sind jetzt nur noch Filialbetriebe. Hinzu kommt natürlich auch die bauliche Entwicklung. Nicht? Schauen wir hier uns einfach nur das Ronninghaus an. Nicht? Dieses war ein Skandal 1949, dass er das nachgebaut hat, so wie es vor dem Zweiten Weltkrieg in der ganzen Straße war. Das sollte verboten werden. Das hat er heimlich gemacht. Was in den uralten Filmen auffällt, überall in der Innenstadt sind Straßenbahnen, Radfahrer und Autos scheinbar regelfrei unterwegs. Der Domshof ist praktisch eine Hauptverkehrsachse. Man kommt ja heute mit dem Auto gefühlt kaum noch in die Innenstadt. Also damals war das besser gelöst, könnte man sagen. Allerdings, der Verkehr war natürlich damals viel geringer als heute. Hier pulsierte es. Und dazu gehörte natürlich auch der Verkehr, der Autoverkehr. Das ist ein weiteres Versäumnis in Bremen, dass man um die Innenstadt herum nicht entsprechende Parkmöglichkeiten geschaffen hat, beispielsweise auch in und unter den Wallanlagen. Auch im Fokus der Historiker die Straßenbahn quer über den Marktplatz. Alte Gemälde zeigen, dass es hier besser ohne Bahn aussah. Damals wurden die Rathausarkaden ganz anders im städtischen Leben mitbespielt. Und die Straßenbahn zerschneidet unser Welterbe, was ja eigentlich an und für sich auch völlig verrückt ist. Und dann fehlt auch der Spaßfaktor. Am Hohen Tor ist kein Platz mehr für Zirkus Sarasani. Innenstadtnahe Orte fürs Vergnügen sind verschwunden. Das Europakino ist heute eine Drogerie. Und die großen Innenstadt-Badeanstalten wie das Weser-Freibad direkt gegenüber der Tiefer sind auch schon lange Geschichte.